gefährlichste für den Gegner ist der Jarvan. Weil der Jarvan kann jeden von uns permanent one-shotten, außer mich, weil ich HP baue. Und dich will er nicht one-shotten. Aber ansonsten, Rip Riven, Rip Kalista. Er hat gesagt, dass ich Full Damage gehe. Der hat Ignite mitgenommen. Yes! Yes, ich kann ihn also Worst Blood und er kann nicht mehr. Der hat auch Komet dabei, vielleicht. Das könnte ich theoretisch auch mitnehmen, aber. Nee, du würdest Airy mitnehmen, weil Airy einfach dreimal poppt in der Zeit, in der der Komet einmal poppt. Ja, das vielleicht stimmt. Deine Blutung brockt vermutlich Airy. Ich würde es mal austesten. Ja, das könnte man mal austesten. Dann bist du der Melee-Timo, ne? Timo brockt ja auch zweimal Airy, wenn er einmal Basic attackt. Das ist so retarded, dass das so ist. Zum Glück gibt es das Practice-Tool. Ja, genau, da könntest du das mal austesten. Das hat eigentlich noch der Coupe krass. Absolut Fokus. Ich sag dir, was der spielt, Philipp. Der spielt Poke Aatrox. Was soll er gerne machen? Der hat Scorch, Absolute Focus, Ultimate Head dabei. Der spielt 100%ig AP. Oder Retarded, eins von beiden. Und wenn er AP geht, dann gewinne ich sowieso die Lane. Orianna ist Level 49. Mhm. Also, Leute gehen die Suchten dieses Spiels. Das soll es geben. Ja. Sagen wir es so, es gibt inzwischen schon viele Leute, die über Level 100 sind. Also. What? Es gibt noch keinen, der ist fast Level 200. Sein Name ist auch schon. Wow! Oh, ich will erstmal disablen. Oh, ich komme aus Weihnachtsgeschenken. Und Flash kommt erst später aus dem Boden rausgekrochen, so. Das ist super. Okay, ladies and gentlemen, was zur Hölle kaufe ich gegen den? Okay, das Skin sieht ein bisschen verpixelt aus, aber sonst relativ geil aus. Harziger Wiven. Oh, das willst du wieder einen Pull haben. Ey, warum fangen immer alle Top-Lane an? Ich krieg so Krebs. Na gut, dann fange ich wieder eine Bot-Lane an. Ja, verpiss dich. Ich will kein Heartseeker Riven Skin. Wer will bitte so einen Skin? Es sieht doch geil aus. Nein. Es sieht wirklich geil aus. Was soll der denn geil aussehen? Ist ein Ball. Da unten sind Gegner. Da. Ich mal gucken, ob die Topline anfangen. Ich würde nicht über den River laufen an eurer Stelle, so. Wir werden es trotzdem tun. Wie gesagt, da ist ein Ball. Ich sehe hier niemanden. Die sind wahrscheinlich alle unten. Ich hab keine Leute mehr gespielt, ey. Alter, diese Map, holy shit. Holy shit, Alter, die Hand gerade. Holy fuck. Sieht ja voll geil aus, oder die Map? Ja, vor allem die Minions sind auch super. Oh. Die haben einen Seestern in der Hand, wie weihnachtlich. Oh, und die haben Eis in der Hand. Ich kann mich gar nicht auf Farm konzentrieren, weil ich mir diese Minions angucke. Wo kommt man da hin? Ja, deshalb habe ich die Map ausgestellt. Also mich nicht abhängt. Ich muss noch, mich stört das ähnlich. Ich dachte auch gar nichts eigentlich beim Spielen. Ja, ich hasse bei so einem schnellen Spiel die ganze Partie gehen. Unnötige Partikel vor allem. Der hat Ignite raus. Jetzt gut. Ich weiß nicht, warum er mich einfach ignitet, aber gut. YOLO's weg. YOLO's weg, Hipster. Das wird's sein. Er kann halt den Meteor mit seiner E ziemlich gut proggen. Das muss man ihm lassen. Aber ganz ehrlich, auf so einem Champ wie Aatrox würde ich sowas von Frisbee Attack mitnehmen. Weil ganz ehrlich, wenn du keine Attacks bekommst, das counterst du dich selbst. Ne, press die Attack oder ganz ehrlich, mit Ding kannst du sogar Lethal Tempo austesten. Das würde auch gehen, ne? Und dann, aber ich mag ich, so. Ganz ehrlich, ich würde mal austesten Lethal Tempo und dann defensiv gehen. Und praktisch mehr auf den Sustain zu gehen als auf den Damage. Oh nein, Arena pokt mich mit Basic Attacks. Mhm. Wisst ihr was? Das ist vollkommen egal. Ich bin der Typ, der nuckelt. Können wir committen? Kindred? Du bist hier in deinen Jungle gerannt. Wirklich? Ja. Ja. Ein bisschen low. Ja.
Na gut, versucht zu kommen. Waffe. Bin extra hier runtergegangen, für den Fall, dass er vielleicht sollte. Oh, Atrox kommt auch. Wir können ihn auch noch umbringen. Oh, okay. Habt ihr gerade simultan geflasht? Na gut, gehen wir doch nicht. Oh, sicker Poke. Okay, ich bin echt draußen. Das war peinlich. Ja, ich habe nicht mal hingeguckt, um zu sagen, dass es peinlich war. War ziemlich cringy. Dass sie schon nichts sagt, ne? Ah, ich hab vergessen drin. Ach, jetzt. Psycho war einfach so überwältigt von der Map, dass ich erstmal vor Panik gemutet. Ich find lustig, Rainer versucht gerade mich zu poken. Das ist irgendwie niedlich. Man bedenkt, dass ich den Arsch voll Leben einfach wieder Kammer recken kann. Kann ich mit Lane ganken? Bist du gewardet, weißt du's? Ja, ich bin also. Gewardet. Du hast doch gar nicht gemutet, oder? Ne? Gut, gank. Gut, dann nicht. Ah, nehmt halt nicht. Good job, Kumpel. Good job, Kumpel. German Flash, Arena Flash, Arena Ignite. Ups, nicht German has Electrocute. German has no Flash. Hast du mithalten? Jo. Thanks. Und da bleibt wieder Ignite raus. Und Flash hat er auch raus. Ich liebe das. Main Damage Ignite. Das ist mein Liebling. Main Damage Ignite, ja, das ist das Beste. Wieso hat er so schnell Ignite ab? Und die Orion hat Overstayed. Ab jetzt hat sie Overstayed. Javan wurde letztens Botzeit gesehen. Ich glaube, er geht jetzt Richtung Redbuff. Er macht jetzt Redbuff. Nehme ich mal an. Ah, Javan ist top. Okay, das ist erst weggegangen. Ich glaube, Bot kann ich nicht reißen. Ja, okay. Ich stehe schon zwei, ich kann mich trotzdem nicht fighten. Das ist so nice. Dude, this guy knows already I'm waiting for him. Try me, Kant. Oh, der hat Redbuff gar nicht gemacht. Oh, geil. Wie denn? Er ist doch Botzeit gewesen und dann Rollback gegangen, Toplane gerannt. Das ist geil, okay. Die Orion hat halt langsam keinen Mana mehr und kann nicht weggehen, weil ich sich sonst einfach unter den Turm pushen. Jetzt hat sich vermutlich demnächst wieder gegankt. Na, erstmal wird Toplane gesittet. Ja. Gut, aber diven können sie dich trotzdem nicht. Und nein, du hast kein TP gehabt, Moment. Ich wünsche dir Flash. Der stirbt noch. Ja. War nicht worth it. Ne. Ich glaube, die Ori versteht nicht, dass Demonstrates, die even sind, für mich immer positiv sind.
Und die versteht auch nicht, dass sie gerade einfach gesamte Lane Pressure verpackt hat, weil sie nicht weggegangen ist. Seht ihr das? Nee, wieso? Das ist mein Geist, der ist okay, das war mein Geist. Der war gerade buggy. Ist die Möglichkeit zu engagieren für euch? Die Ori skillt W hoch. Warte, lass sie näher kommen. Gott, nimm die Schaden. Vielleicht reagieren sie auf den Geist. Warte. Vielleicht reagieren die auf den Geist da. No, sie glaube ich. Hast du diesen Predict gesehen? Oh shit, der war so fein. Ihr habt übrigens geflasht. Ich hab einfach mal seinen Flash predicted. So ein Gott. Das ist schön, ich kann jetzt das gleiche Back nehmen wie sie. Wenn deswegen weiterhin der Hatch, das ist super. Ach Gott, ich müsste mal alles. Das wäre ganz schlimm. Ich nehme an, dass Jarvan demnächst wieder hochkommen wird. Ja, hoch oder was? Ich gehe besser. Der hat ja quasi ein Tent stehen, das kann er ja nicht aufgebaut hier stehen lassen. Das muss er mindestens wieder abbauen. Ja, drei Gangs in Folge sind mindestens drin. Der Typ kann dich halt immer noch nicht fighten, das ist einfach super. Okay, oh, ich hab für eine Sekunde gesetzt, hab wieder ult. Ja, nee, ich hab einfach wieder verschissen mit meiner Q, weil ich DPS im Game drin bin, aber. Mann. Er hat gerade seine eigene EQ geflasht. Okay. Das war traurig, weißt du, dagegen sind meine Plays das Game was solid, ey. Er setzt einfach zur EQ an und in dem Moment, wo er sich ein kleines bisschen bewegt, flasht er einfach dahin, wo er sowieso hingegangen wäre. Das war großartig. Der Jam hat keine Ulti, by the way. Mhm. Cool. Und auch kein Flash, also. Wenn du ihn findest, ist er ziemlich RIP. Könntest doch einfach die Orena ganken, die ist gerade ein Free Gank. Oh, ich komm zu dir. Holy shit. Hi guys. How y'all doing? How you holding up? Warum hat meine EWQ-Kombo nicht funktioniert? Holy shit. Lass uns Richtung Pink fortgehen. Und drauf. Okay. What? Ja, er hatte Passive. Ist halt super lucky, dass genau dann sein Heal abkam. Du, ich bin so shit das Game, ich sag dir, ich treff keine Qs, das ist so ungewohnt. Die Mann, ich sollte aufhören, dich zu ganken. Auch wenn es der erste Gank war. Ja, sollst du definitiv mit aufhören. Ne, aber ich komm auch allein klar, das passt schon. Na, da wurdest du wirklich? Wirklich, Doppel-Ult-Botlane. Er steht wieder hier, Jesus Christ, dude, get a fucking life. Das nennt sich Kill-Secured, Matsch. Hab ich gesehen. Das hab ich gesehen, sicher, das ist Kill-Secured. Ja, ich weiß, Premium, oder? Ja, insane. Okay, der ist halt einfach shit. Ja, der ist auch nicht shit. Der ist einfach richtig bad, der Kerl. Da gibt's kein Wenn und kein Aber. Weil ich geil finde, ist einfach. Garena, das ist einfach 30 Farm hinten.
Das heißt, der Kill, was die Gegner mich gerade eben getötet haben, war komplett irrelevant. Ich super. Super toll. Super geil. Nein. Violence to end violence. Okay, das finde ich auch interessant. Er baut Phage into Tiamat. Ich finde schön, wie die E, glaube ich, war das von Talia. Also dieses Wegschubsen. Thresh einfach aus den Kometen von ihr rausgeschubst hat. Ja, die ist gut, habe ich gehört. Die ist auch gut, habe ich gehört. Ich finde einfach geil, wie mein Controlboard einfach schon 10 Minuten da oben steht. Und nice. Drei Leute mit Lane. Gutes SS, Philipp. Kein Laner war zwar komplett irrelevant, aber hat sich trotzdem den Kill gesnackt. Du musst richtig machen. Auf 98 HP, richtig schön verkackt. Soll ich mit Kalista ja immer unter 1000 drücken? Immer unter 1000. Das macht für gewöhnlich nicht mehr als 1000 Damage. So, das ist nicht gegen Objectives, also gegen Baron und Dragon nicht. Du hast nicht gegen Baron, weil Baron hat ja noch mehr Resistenzen. Ja. Die Ori hat schon wieder nicht den Backport genommen. Warum ist nicht? Ist die retarded? Gegenfrage. Jetzt kann ich genau das gleiche machen, was ich eben schon machen konnte. Jetzt kann ich einfach wieder anfangen zu zonen, weil ich Protobelt habe. Protoflelt? Protofeed. Kalista, du solltest Bot gehen. Okay. Zu gut. Du musst nicht immer bei deinem Support sein. Der Support muss eigentlich immer bei dir sein. Ja. Das ist bestimmt zum 8. Mal Top-Lane. Und er bleibt weiter in Top-Lane? Die haben dich da oben echt lieb, oder? Und die verkacken trotzdem mit, weil das sieht meistens so aus. Der Trade-Bitch. Jo, die sind einfach shit. Ja, First Turret, Leute, euer Ernst? Ja, was soll ich denn machen? Die geht mir nicht die ganze Zeit auf den Sack. Inzwischen kann ich hier auf den Sack gehen, aber das hilft ja nicht. Sie geht ja nicht back. Sie geht hier einfach nicht back, okay? Ich komme nicht zum Pushen, weil die permanent am Turm sitzt. Oder auf der Lane sitzt. Ich meine, nur so viel Zeit wie Jarvan in Toplane investiert, kann irgendwie nicht sein, dass er woanders war. Doch, Midlane war er dreimal. Botlane war er nur noch nicht, glaube ich. Aber. Oh, jetzt ist die Orana weggegangen. Sie hat auch endlich den Backport gefunden, dass ich kann den Turm nicht machen kann. Cool. Und sie ist tot. Ja. Wie schon, du sollst Kalista main werden. Ich bin so kacke. Ey, so kacke bist du jetzt mit dir auch nicht. Und, oh, ich habe eine Spotlane. Aus dem ersten Mal, Leute, Premiere. Er hat entdeckt, dass er auch die Crux machen kann. Hat er auf Reddit gelesen. Was geworden? Gut, ich wollte ihn nicht mit Lane. Dann ist weg. Ja. Schickt mal so ein Fiend in den Jungle. Dann macht die Crux. Das ist so ein weirder Build-Path, der er macht. Der baut Phage into Tiamat into Trinity Falls. What the fuck?
verstehen sich nicht, warum der Trinity Force baut, anstatt Borg. Aber wieso rusht der es denn nicht? Wieso baut er diesen Tiamat einfach nach dem ersten Trinity Force, Alter? Das macht null Sinn. Ja, wenn du Trinity baust, dann solltest du es rushen. Ich meine, das Item ist nun mal so gut, dass man es rushen sollte. Jarman sitzt übrigens wieder mit Lane. Ja, dann ist er wahrscheinlich auch gleich wieder Top Lane. Ich bin Midlane ready von Counter Gank. Mit die Ornianna ist sich nur noch nicht sicher, ob sie mich poken soll oder. Ah, geht doch schaffen. Oh, mein Laner ist unten. Holy shit. Da wurdest du deleted. Aber richtig. Übrigens, der Jarvan ist. Gut, dass du dem Jarvan hinterher rennst, Philipp. Dass du alleine gelassen hast. Wir waren 2 gegen 3. Ist doch klar, dass wir da nicht drauf gehen. Und wenn er sich einzeln rausgeht, dann renne ich ihm halt ein Stück hinterher. Ja, du hast mich gerade sterben lassen, deswegen. Ja, du hättest aber weggehen können, Ende. Ich bin weggegangen. Der Typ, was soll ich denn machen, wenn er in mich reinspringt? Ich hab keinen Dash. Me no Dasherino. Ich bin fucking Typ ohne Mobility. Ja, ich auch. Ich bin auch nicht gestorben. Was macht der denn? Hier war ja auch keiner. Du hast mich im 2 gegen 1 zurückgelassen, um einem Typen hinterher zu rennen, der dich definitiv nicht fighten will. Oder vielleicht schon, aber hat einfach nicht die Eier in der Hose. Man weiß es nicht. Ich wollte ihn gerade mit meiner Ulti ranziehen, dann zieht er sich mit seiner Q in die Gegner. GG. Das war knapp. Der hätte es auch nehmen können. Dann bist du dagegen. Der Control Ward steht immer noch. Die mögen den echt, oder? Botlane engage? Dragon ist ab, ne? Do it! Not. Okay. Ich knall immer hin damit, das ist so dumm. Das ist legit einfach Bullshit. Weil die Arena keine Ahnung hat, wann man weggeht, hat sie jetzt ihren Turm verloren. Das war gerade zeitgleich mit meiner Ehe, will ich schon mal anmerken. Interessanter Typ. Man fragt sich, was macht Jarvan hier? Ja, okay, nope. Ja, keiner zum Deffen hin, also kriegt er den Schauer auf. Wow! Natürlich, willst du nochmal? Ja, über die Wand. Ah, ich hab einen Double-Buff wegen ihm bekommen. Nice. Hat er Schaden getötet? Ja. Ja, umso besser. Ja, ich muss dann langsam Base. Mit 1300 Gold. 1700. Dann aber hier noch einen Turm holen können. Ja, ich schau mir lieber Ninja Tabis und Black lieber auf, bevor ich noch sterbe. Ein bisschen safer. Er hat gerade nur geultet, um seine Passive zu bekommen, oder? Ja. Besonderer Typ. Dann eigentlich ist es schlau. Es hat ihm gerade das Leben gerettet, aber es macht ihn jetzt useless. Eben, das ist ja das Problem bei Atrox. Jetzt sollte ich langsam hier weggehen, jetzt sitze ich auf 2000.
Das hat gerade meine Range, niemand greift den Cheryl an. Mann, das Ding ist fast down. Und jeder ein bis zweimal drauf und das Ding ist down. Ja, aber hier sind noch fünf Leute. Du kannst auch nicht einfach so YOLO in den Turm reinrennen mit ja, wenn, wenn ich in die Range von denen rennen kann mit Half-Life, dann könnt ihr das mit Full-Life. Oh. Atrix ist nicht da, ne? Ich dachte, das ist nur nochmal. Der hat kein TP. Dankeschön. Ja, die Gegner backup müssen, weil sie kein Ding mehr haben. Meanwhile, Split Push Atrix. Ohne TP. Das Toilette. Ja. Ey, ich hab F gedrückt. Was soll der Scheiß? Nein. Hä? Der hat mich als Spiel gedrückt. Das ist die Waffe. Was ist das so eine Waffe? What is this bullcrap? Wetten, der hat Igniter, Refresh. Es sei denn, der kriegt die Blume. Dude! Oh, der Disrespect. Jetzt hat er euch beide umgehauen. Ja. What? Ignite. Ja, deswegen wollte ich eigentlich weggehen mit 3000 Gold. Pounder! Pounder, Pounder, Pounder! Ich hab 45%, ja, ich hab 45%, cool. Das heißt, ich kann es einfach straight Robonons kaufen, weil die Gegner keinen Wort. Den kann er mehr kaufen. Cool. Sie werden immer noch gedankt. Und gedankt. Meine Q hat nicht funktioniert. Ich habe da dreimal drauf gedrückt. Es kam keine Q-Animation, nix. Wäre die durchgekommen, hätte ich es überlebt und wahrscheinlich noch Astral getötet. Aber hey. Dann halt nicht. Push einfach Botlane. Jetzt wäre ich, push einfach Botlane, weil... Hallo Ezreal. Gute Kuh. Kommt hier. Hat die. Und du. Okay. Wie meine Basic Attack. Pusht einfach, was will Aatrox machen? Ja, machen wir doch. Ich muss nur gerade auf Minions warten. Macht einfach weiter, ich geh weg. Okay. Machst du danach, ach nee, kannst du gar nicht. Jones mit Leiter, ja. Das hat ihn nicht. Hopp. Nein, mit Lane. Ja, gut, Dragon geht auch. Ja, Dragon
Nimm den Dragon mit, ich push so lange mit Lane. Ja, sei vorsichtig. Die gehen nämlich auch mit Lane. Ich hab W und Sonias. Bombo comboen können sie mich eh nicht, also. Müssen sie mich totprügeln. Ja, also ich komm langsam wieder rein. Ja. Nice Ezreal ult. Pork Champ. Pork. Na ja. Kumpel. Komm mit denen. Brauchst mich nicht. Was will er denn machen, wenn er Q drückt und dann mein Gesicht eht? Ich würde da weggehen an deiner Stelle, die wissen, dass du da bist. Mann, ich brauche ein bisschen Gold. Ich brauche nur 300 Gold, gib mir 300 Gold. Also ein Kill. Lass mal sehen. Ich glaube, Spirit Visage, einfach mir Spirit Visage AP gibt und mir die Orion auf den Sack geht. Ich könnte Mortal Reviver. Steht halt 049. Das ist halt so irrelevant, was du. Second Item Rabadons. Ja. Ich könnte Mortal Reminder gegen den Aatrox kaufen. Musst du. Ja gut, wenn wir ihn low genug kriegen. Ja, okay, wir haben keinen Morello. Ja, wäre eigentlich schon sinnvoll. Ja, ich baue jetzt vorne mehr, das hat denselben Effekt. Also. Stimmt. Ja, aber nur wenn er sich angreift. Ja, das irgendwann muss halt früher oder später muss der Aatrox ihn angreifen. Und da ich so gerade sein Public Enemy Number One bin, muss er mich irgendwann angreifen. Was will er machen? Na gut, schon jetzt bis. Meinen Titanic holen. Oho! Bitch! Achtung! Und die Ezreal ging es in Malaya. Tschüssi. Oh, sind ja gut funktioniert, Leute. Alter, oh. There is no edgy away. Das ist schon Ruby. Satz gelohnt. Kam halt dann rein und hat gesnackt. Die haben halt mit drei Leuten alles auf mich gehauen. Ich habe halt W gedrückt und dann Sonias gedrückt. Wow. Never do this with Vladimir. Yay, zwei neue Missionen.